Bullseye. Hallo meine Damen und Herren, junge Mädchen. Heute wieder Tom und ich in einem Let's Show Off Kha'Zix in der Mitte gegen einen Random-Mittler. Also in diesem Fall ist es Master Yi. Und wir sehen uns in der Mitte. Und da sind wir in der Mitte. Ich fange ganz normal an mit Mana-Regeneration, Ward, 3 Heal-Pots und 3 Mana-Pots. Obwohl das jetzt 1 gegen 1 ist, ich spiele aber eigentlich immer so. Und ich stelle einen Random Master Yi da. Retarded Master Yi? Ja, einen neutralen Master Yi. Ich bin ein Niemand. Einen typischen Noob in der Mitte. Aber... Also ich will jetzt nicht, dass die Minions an den Turm kommen, weil ich schlecht am Turm blasten kann. Ich werde spielen wie ein normaler Master Yi. Was auch schön ist an diesem Let's Play ist, dass man sieht, ob Kha'Zix gut gegen bestimmte Leute in der Mitte ist. Das ist auch der Sinn der Sache. Und wir spielen hier nach dem Nerf. Das heißt ganz einfach, dass ich nach dem Nerf spiele, ja. Ich werde also nicht mehr auf den W spielen. Das heißt, den W evolven, meine ich damit. Weil es im Moment. Leute, die das immer noch nicht verstanden haben, es geht nicht darum, dass Kha'Zix gewinnt, oder wir wollen auch nicht sagen, dass Kha'Zix der beste Midlaner ist, aber wir wollen damit zeigen, wie gesagt, gegen wen er gut ist. Tito. Ne? Damit. Nein, mit. Genau deswegen mag ich es nicht, am Turm zu spielen. Bevor noch irgendjemand fragt, was wir sind ganz normale Silberleute, also nichts Besonderes, nichts Schlechtes, nichts Gutes. Also für den Otto Normalverbraucher vollkommen ausreichend. Otto. Also Diamond Pro von euch dazu sieht, ist mir das. Verdammt! Was? Hört doch! Ich hab geflasht. Warum hab ich geflasht? Gut, dass ich nicht geflasht habe. Nein! Geh weg! This is madness. I am Sparta. Wahrscheinlich macht er jetzt einfach auf dem Dings da und dingst mich damit. Nein! Wahrscheinlich hat das nicht gut funktioniert. Sehen in die Bersole geratenen Master Yi. Ja, die Lane läuft im Moment gar nicht mal so gut. Ich weiß auch nicht, warum ich vorhin geflasht durch bin. Ich lebe! 3, 2, 1. Boah! Nein! Du bist jetzt des Todes, das weißt du schon. No! So close. Ja, aber ich habe jetzt ziemlich viele Fehler gemacht. Das war schlecht von mir. Es gibt keine Neuaufnahmen, das ist nur die nackte Wahrheit. Die nackte, pure Wahrheit. Hier ist auch nichts getürkt oder so, außer dass ich ein bisschen Rüstung habe, weil ich wusste, dass ich gegen Kha'Zix spiele. Scheiß Türken. Normalerweise würde er ein bisschen mehr Schaden auf mir machen. Ach. Aber in einem Ranked Game würde die wahrscheinlich auch, wenn Kha'Zix gepickt wird, vermuten, dass er auch Mitte geht und dann natürlich Rüstung mitnehmen. Aber er kann es halt nur vermuten. Zum Beispiel habe ich persönlich spiele Kha'Zix auch ziemlich häufig top. Na, RPG als erste Demonstration ist sowieso gut, weil jeder von uns weiß, RPG ist immer so ein Full-Skill-Charakter. Dafür musst du wirklich Pro sein, um ihn spielen zu können. Und deswegen für alle nubigen Mitländer, die diesen Master hier spielen, ihr seht, Kha'Zix ist jetzt im Augenblick noch nicht das Gelbe vom Ei gegen. Boah, kusch dich. Was ist denn das Gelbe vom Ei gegen Yi? Ich meine, Yi kann überall spielen, das top oder nicht. Ich würde Meiserhaar beinahe sagen. Komm, bring mich um oder versuche es. Ich will den Last Hit. Kein CC. Tut mir aber leid.
Ja, deswegen Maisaha, würde ich sagen. Silence, alles. Ja, hier einfach passiv spielt, kann er den Master, kann er den ja trotzdem ausräuchern, den Maisaha. So, jetzt kommt es zu dem Teil, wo ich mir gedacht habe, was mache ich jetzt am besten mit dem Evolution. Im normalen 5 gegen 5 werde ich jetzt den E evolven, aber ich mache es nicht, denn im Moment bringt mir das nichts. Debt. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob mir der Q-Evolve was bringt, weil ja, er halt ziemlich passiv spielt und sich immer hochhielt. Was mich nervt. Das ist nervend. Wie wenn er mal Master Yi nochmal spielt. Du bist so ein Schwanzgesicht. Transwurst. Na, wir spielen immer so bis 10 Minuten circa und vergleichen dann. Ja. Ja, das kannst du doch knicken. Ah, oh, du Hurensohn. Ja, tun wir. Ich habe ganz vergessen, dass man den W nicht mehr im Lead machen kann. Und wie viel wurde denn Kasekis eigentlich genervt? Erzähl das unseren Zuschauern. Schon stark. Der Q wurde gebufft, der W wurde genervt und der E ist immer noch gleich. Ich weiß nicht, er ist balanceder. Früher war er richtig stark, teilweise. Man konnte auch gar nichts gegen ihn machen. Doin. Let me in Ruhe, I just had no mana. Ja, das ist mir aufgefallen, deswegen bin ich... Wenn Patch hat und kein Mana hat, also ich hätte ihn gerade eben in Aktion umbringen können, ja, aber... Und ich mach den W auch, ich skill den W eigentlich nicht, ich skill da lieber den E. Naja, man kann ziemlich hart variieren jetzt, seitdem er jetzt genervt wurde. Ich frage mich überhaupt, warum er genervt wurde, er war zwar stark, aber so stark geht auch nicht. Doch, schon, relativ. Naja. Sehen wir, haben ein 1 gegen 1. Also ein 1 gegen ein 1 zu 1. Ein 1 gegen 1 haben wir sowieso schon die ganze Zeit. Ja, dann kommen hier die das Fazit. Master Yi ist der Hure. Nein, aber wirklich. Jetzt müssen wir das Video auf 18 machen. Nein. Er hat Hure gesagt. 13-jährige Kinder. Haltet euch die Ohren zu, bevor er es nochmal sagt. So. Jetzt nochmal ein ganz normales 1 gegen 1. Vor Baron. Bis gleich. Ja, hier sind wir vor Baron und es geht los in 3, 2, 1. Er wird mich sehr wahrscheinlich besiegen, weil ich wüsste nicht, was ich jetzt hier gegen machen soll. Stehen bleiben. Ja, also man muss sagen, wenn Master Yi jetzt die Chance gehabt hätte, auf der Lane zu sein und sich farmen und mit dem Alpha Strike auf die Minions mich zu harassen, hätte er mit hoher Wahrscheinlichkeit gewonnen. Ja. Gewonnen. Aber in einem direkten 1 gegen 1 Kampf ist Kha'Zix immer noch stark. Das weiß man sowieso, Master Yi braucht ein Team, um Kills zu kriegen. Ja, das ist Kha'Zix. Oder halt Zeit. Okay, liebe Leute, das war's. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war aufschlussreich. Und viel Spaß des Weiteren mit dem nächsten. Tschüss.